Okay, Leute, die Kamera kann man ja wirklich überall hin tun. Ich weiß nicht, ob das so viel Sinn macht, aber im heutigen Video probier ich das mal aus. Viel Spaß. Jetzt einfach easy, zack, daran machen. Einen wunderschönen guten Morgen, Leute, aus Köln. Es ist fantastisches Wetter draußen, aber hier drinnen ist es mir ein bisschen unangenehm, euch das zu zeigen, aber ich zeig's euch einfach. Halleluja, wie sieht's hier bitte aus? Ich baue gerade alles in meiner Wohnung um. Ich wusste schon, es ist viel Arbeit, aber es ist noch mehr Arbeit, als ich dachte, alles in den neuen Ort zu bringen. Es kommt noch ein vollständiges Video dazu, aber heute machen wir mal was anderes. Denn ich habe eine sehr geile neue Kamera geschickt bekommen, und zwar die DJI Action 2. Man kann schon erahnen, wenn man raufguckt, das soll so eine Art GoPro-Killer sein. Und ich dachte mir, vielleicht kann ich mich ein bisschen motivieren, dass ich die Kamera ausprobiere beim Aufräumen, weil die mit dem magnetischen Mount in jede Ecke rein kann. Und dann macht das ganze Aufbau hier von meiner neuen Wohnung vielleicht ein bisschen mehr Spaß. Dann machen wir das Ding erstmal auf. Boah, ich werde richtig zum Unboxing-King hier. Nur zum Größenvergleich, so eine Kaffeetasse von mir und so eine kleine Figur hier. Sehr kleine, schmale Verpackung, wie von einem Handy hier. Also so groß kann die Kamera dann nicht sein, mit dem ganzen Zubehör, was hier drin sein soll. Aber machen wir das Ganze mal ordentlich auf. Da ist sie. Oha, die ist ja mal richtig klein und leicht. Also ne, nur zum Vergleich, schaut euch hier mal so die Kaffeetasse an. Die Kamera passt einfach komplett rein. Hier ist auch noch eine Folie drauf, weil das ist auch ein Bildschirm. Plus, wenn man vorne im Bildschirm möchte, ist das so ein extra Modul hier. Auch die Folie ab. Und dann geht das einfach hier, oh, magnetisch zusammen. Dann drückt man auf die beiden Klappen kurz rein. Jetzt geht das auch nicht mehr auseinander. Das Besondere ist auf jeden Fall, dass die Kamera hier nur ein Drittel von so einer GoPro wiegt. Und trotzdem 4K mit bis zu 120 FPS auf einem größeren Sensor als eine GoPro aufnehmen kann. Sollte auf jeden Fall eine sehr gute Bildqualität bedeuten. Und weil sie halt so klein und magnetisch ist, kann man sie überall hin tun. Zum Beispiel da. Aber jetzt wollen wir noch mal schauen, was hier noch in der Packung drin ist an Extras. Weil hier war die Kamera, aber hier haben noch zwei Fächer. Mit natürlich einmal Ladekabel. Dann haben wir so einen magnetischen Adapter für Action-Cams. Also die Kamera müsste eigentlich einfach so rein switchen. Oha, das hört sich auch noch richtig geil an. Nochmal. Dann einmal Klick, dann ist es hier fest, dann geht das auch nicht mehr ab. Und damit kann man sie ja ganz normal befestigen. Oder aber, wir schauen, was hier ist. Jo, ist einfach wieder zusammengegangen. Also Magneten sind auf jeden Fall stark. Zu stark. Da muss man sich keine Sorgen machen. Plus, die haben halt diese extra Sicherung. Abstand, Sicherheitsabstand, ihr beiden, ja. Wir legen das dazwischen. Dann haben wir hier, für ein normales Stativ, chillig. Einfach, falls es schön klingt. Zack, da ist es drauf, gesichert. Und jetzt kann man es hier anschließen und wieder ab. Das hier ist, das ist die Kette, okay. Das ist geil. Hier hat man halt so eine Kette, die ich glaube hiermit zusammen irgendwie funktioniert. Die trägt man unterm Shirt und kann das dann hier so dran machen. Eine Sache haben wir aber noch davor. Das ist nämlich, ich glaube, das hier kommt da ran. Dann kommt die Kamera wieder normal hier ran. Und hier, das ist so eine Oberfläche, die klebrig ist. Aber nicht für einmal, sondern immer wieder. Das heißt, damit kann man die Kamera überall hinmachen. Und wenn es mal dreckig wird, einfach mit Wasser abwaschen, dann ist es wieder wie neu. Ich mache das gute Stück mal an hier. Ist alles noch eine Pre-Production-Firmware, also es kann auch besser werden, wenn ihr euch das kauft. Aber das ist jetzt, was ich habe. Drücken einmal Aufnahmestart hier. Ich nehme euch hier mit und jetzt schaut mal. Ich glaube, ich kann das jetzt eigentlich zum Beispiel einfach da oben festmachen. Zack, und es hält. Guten Tag da oben. So, wieder ab. Wenn ich jetzt zum Beispiel kochen wollen würde, könnte ich ohne viel Aufwand das einfach dahin machen. Und ihr habt eine perfekte Top-Down-Sicht auf das, was ich jetzt hier kochen würde. Das ist schon sehr, sehr krass. Weil es jetzt so leicht ist. Und dann nehme ich es einfach wieder ab. Könnt ihr zum Beispiel daran tun, ja, seht ihr, was ich hier von hier aus so mache. Und es funktioniert halt auch einfach, weil die Kamera so leicht ist. Und die wiegt nur 55 Gramm. Das ist ungefähr ein Drittel von so normalen Action-Kameras, wie zum Beispiel der GoPro. Damit kommen wir zur Kette. Ich habe die gerade eben schon mal ausprobiert und habe so eine geheime DIY-Lösung entdeckt für mich. Eigentlich ist sie natürlich dazu gedacht, sie sich umzuhängen. So, den einen Magneten abzumachen. Der kommt ganz normal an die Kamera ran. Die Kette kannst du ganz easy umstellen in der Länge. Also am besten so, dass es schön mal oben ist. Dann unter das T-Shirt, Kamera ran. Und so easy, ihr habt eine perfekte POV-Kamera, wo ihr sozusagen eure Hände immer im Shot habt, egal was ihr macht. Oder aber ihr könnt was anderes machen, das habe ich gerade ausprobiert. Und zwar, Kamera wieder ab. Ich bin immer auf der Suche nach dem perfekten Head-Mount. Und das hat DJI bestimmt nicht so gedacht. Aber wenn ihr das wie ein Stirnband einfach so oben festzieht mit diesen Seitenteilen, könnt ihr die Kamera jetzt einfach easy zack daran machen. Also im T-Shirt ist halt unauffälliger. Aber das hier ist die noch viel coolere POV-Sicht, weil sie halt genau bei meinen Augen ist. Also mit der Kamera seht ihr jetzt genau das, was ich sehe. Zum Beispiel beim Autofahren. So, jetzt hilft mir das durcheinander, weil hier haben wir ein Lenkrad mal rumliegen. Wer hat kein Lenkrad rumliegen? Aber ihr seht schon, wenn ich jetzt vorstelle, ich will jetzt irgendwie gerade Auto fahren hier, habt ihr beide Hände da dran. Auf Augenhöhe, das ist schon eine sehr coole Sache. Aber ganz ehrlich, genug geredet. Probieren wir das ganze Ding jetzt mal hier ordentlich aus. Und ich weiß, ich wollte eigentlich noch aufräumen. Machen wir noch kurz, aber danach gehen wir gleich raus, bis die letzten Sonnenstrahlen genießen. Und ihr seht jetzt ein bisschen, was die Kamera drauf hat.
Okay, Leute, also wenn das keine nice Nachtheimlift war, dann weiß ich auch nicht. Vor allem von so einer kleinen Kamera. Aber Köln hat sich auch wieder von seiner besten Seite gezeigt. Jetzt aber erstmal guten Morgen. Ist ein bisschen Zeit für Kaffee, will man warten. Wetter leider heute nicht mehr so gut, dafür ist der Kaffee gut, nur ich habe außer Kaffee fast nichts mehr zu Hause, ich muss dringend einkaufen fahren. Kamera im Laden halt anzuhaben und alles mögliche mitzufilmen. Also für so einen Alltagsvlog auf jeden Fall gut geeignet, die DJI Action 2. Jetzt muss ich noch ein bisschen arbeiten und hoffentlich, wenn das Wetter mitspielt, geht es am Ende heute noch mal ein bisschen longboard. Ich habe heute zwar echt kein Glück mit dem Wetter, jetzt regnet es auch noch, ich wollte unbedingt noch mal rausgehen, Leute. Bis Longboard fahren tut immer gut. Es ist leider schon dunkel geworden, hat heute noch mehr zu tun. Deswegen habe ich die Kamera jetzt auch echt nie im idealen Licht getestet. Schaut euch unbedingt das offizielle Launch-Video oder andere Reviews an. Da seht ihr nochmal, was die Kamera hier alles kann bei perfektem Licht mit Action-Sport und so weiter. Werde ich mit der auch nochmal später machen. Aber heute im Video war einfach mal so ein normaler Vlog mit der Kamera. Geht das? Jetzt auch im Fahren. Ihr müsst eigentlich voll Wind sein. Keine Ahnung, wie ihr das handelt. Ich probiere es einfach aus für euch. Ihr hört es jetzt gerade. Und ich habe alles heute auch nur mit zwei Mounts gemacht. Mit dem Klebemount, den ich gerade auch habe. Den man ganz easy überall einfach alles festmachen kann. Zum Beispiel jetzt hier. An den Basketballkorb hier ran und eben mit der Kette, die ich auch jetzt wieder um habe, die ich auch eben für den Kopfmount genutzt habe. Das ist echt cool an der Kamera, die ist so klein, ich kann sie in die Hosentaschen mitnehmen, kann sie überall festmachen und natürlich kann man auch jeden Action-Cam-Mount benutzen, ne? Also auf dem Rennwagen können wir die festmachen, wenn wir wollen, mit diesen ganz normalen Schraubdingern. Aber ich wollte heute mal das benutzen, was so ein bisschen besonders ist bei der Kamera. Und ich bin sehr überzeugt, gerade von der Qualität. Ich meine, 55 Gramm Kamera, dafür ist das krass gut. Und heute bei mir habt ihr mehr so Lowlight gehabt, gerade die Innenszenen und so weiter, das ist eine Schwäche von jeder Action-Kamera. Dafür war die Qualität da auch sehr in Ordnung, aber natürlich, wenn man draußen ist und nicht abends, sondern wenn die Sonne scheint, ist die Qualität noch viel besser. 4K mit bis zu 120 Frames kann sie auch, habe ich gerade auf der Brücke probiert, die Zeitlupe. Und das Geilste ist, für mich ist es der beste Sound von einer Actionkamera. Also ich habe noch nie so guten Sound aus der Actionkamera gehabt. Vor allem gerade habe ich dieses Frontscreen-Modul dran, da hat man dann 4 Mikros, sonst hat man 2 Mikros. Und da bin ich echt extrem positiv überrascht. Also, nice Kamera. Wie teuer das ganze Ding ist, checkt auf jeden Fall den Link unten in der Beschreibung aus, könnt ihr euch sie angucken. Von mir gibt es eine klare Empfehlung, werdet ihr auch in Zukunft weiterhin nutzen. Top-Job DJI und, oh Leute, in einer Woche kommt was komplett anderes von DJI raus. Ich darf noch nichts verraten, aber wir durften es schon ein bisschen ausprobieren. Eieiei. Da kommt auch noch ein Video zu, aber für heute mache ich euch mal wieder hier ab vom Basketballkorb, roll noch ein bisschen rum, aber wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Ciao, ciao.